Merci de votre présence. Je crois que nous allons pouvoir commencer. Im letzten Duell gegen Paris Saint-Germain haben wir ein hitziges Spiel erlebt. Was erhoffen Sie sich diesmal? Solange Borussia Dortmund gewinnt, bin ich glücklich. Im letzten Spiel gab es einen deutlichen Sieg. 2:1. Wird das die Moral von Paris Saint-Germain beeinflussen? Achso, 5:3 meinst du wahrscheinlich gegen Schalke. Ja. Ich wiederhole mich da gerne. In jeder Sportart ist die Mannschaftsmoral ein enorm wichtiger strategischer Aspekt. Wir gehen mit einer positiven Einstellung ins Spiel und das wird uns helfen. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen Sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Ja, die Jungs haben tolle Ergebnisse erzielt. Was will man mehr? Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in FIFA 21 in der Managerkarriere mit dem BVB, wo wir zuletzt, ja, gegen Schalke, ich habe es gerade schon gesagt, 5:3 gewinnen konnten. Heute müssen wir ran in der Champions League im letzten Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain, haben die Möglichkeit, Tabellenerster zu bleiben und oder, ach nee, warte, machen wir so. Und oder nee, oder eben Tabellenzweiter zu werden. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo ich damit hin wollte. Auf jeden Fall würde ich gerne so auflaufen. Wir können Garcia nochmal runternehmen und dafür Julian Draxler auf die Bank setzen. Jude Bellingham würde ich gerne spielen lassen, tatsächlich für Gündogan. Und dann können wir reinstarten. Vielleicht kann ich in diesem Spiel ja mal Renier wieder einbringen, nachdem ich ihn ja im letzten Spiel unbedingt mal wieder spielen lassen wollte, jetzt wo er wieder fit ist, wo es dann auf einmal hieß, nö, du konntest ihn zwar auf die Bank setzen, aber verletzt ist er halt immer noch richtig krass. Was gar keinen Sinn ergibt für mich. Wenn wir mal ehrlich sind. Aber, na gut. Auf jeden Fall sehen wir hier, wie sich die Leute warm machen. Es regnet in Paris. Regen ist mir schon lieber als Schnee tatsächlich. Und der Parc des Princes ist randvoll. Paris est magique. Spricht man das so aus, was da hinten steht? Ich hatte nur ein Jahr Französisch in der Schule. Und ja, ich kann, glaube ich, noch bis 4 zählen oder so. Und dann hört es auch schon auf. Okay, Kylian Mbappé ist bereit. Genauso wie auch Mauro Icardi, der hier anstößt. Wen sehen wir denn noch? Di Maria sehen wir hier unten. Ferrati ist auch noch dabei. Und jetzt Mbappé am Ball. Auf den Mann müssen wir echt aufpassen. Hinspiel. Knappes 2:1 aus unserer Sicht war ein Spiel auf Top-Niveau. Ich glaube, das habe ich auch die Folge so benannt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber da habe ich mir echt gewünscht, solche Spiele öfter mal zu haben. Anstatt eben solche Schlagabtäusche wie in den letzten beiden Ligaspielen. Ne? 3:3 gegen Hannover, 5:3 gegen Schalke. Sind halt so Sachen, die müssen nicht unbedingt sein. Auf Dauer zumindest nicht. Bellingham legt den Ball raus. Ja, und dann ist hier Semedo einfach viel zu schlau in dieser Situation. So, der Standard-Bundesligaspieler wäre an der Stelle weiter dem Ball entgegengerannt, aber Semedo hat's gerochen. Und somit den Torschuss von Jude Bellingham komplett zunichte gemacht. Jetzt Mbappé. Abgefangener Ball hier von Junior Firpo, aber auf der anderen Seite auch Neves. Und jetzt Guerreiro. Super Ballgewinn. Vom Portugiesen, der sich hier irgendwie ja, gegen zwei Leute wehren muss. Und jetzt Marco Reus mit dem Hammer. 1:0. In der 12. Minute. Also richtig stark gemacht von Guerreiro und Reus knallt das Ding halt wirklich einfach unter die Latte.
so kann es doch gerne losgehen. Und Marco Reus trifft, glaube ich, schon zum... Ja, ich hätte jetzt gesagt zum vierten Mal, aber es ist das dritte Tor in der Königsklasse in dieser Saison. Marco Reus, schön. Ich liebe ja diese verschiedenen... Ne, also... Das ist wirklich auch in Frankreich ein französischer Stadionsprecher ist und so. Ich liebe das. Man hätte ja auch einfach wirklich faul sein können. Man einfach alles auf der eingestellten Sprache belassen können. Ja, also, dass überall einfach Deutsch geredet wird, zum Beispiel jetzt. Aber nein, hat man nicht gemacht. Finde ich gut. Muss man EA auch mal an dieser Stelle so ein bisschen loben. Aber ich glaube, das machen sie schon seit Jahren, oder? Bin mir unsicher gerade. Semedo. Wieder die Balleroberung. Oder zumindest der gut geführte Zweikampf von Rafael Guerreiro. Jetzt kommt Di Maria. Mit dem Schuss aus der Distanz und Strakosha. Wir haben gerade gesehen, Kalimuendo mit einer unvergesslichen Saison. Ist ja, glaube ich, aktuell mit Top-Torschütze. In der Champions League 5 Tore, wenn ich mich nicht verguckt habe. Genauso viele wie auch Leroy Sané vom FC Bayern. Reus. Haaland. Und der schickt jetzt einmal hier Jadon Sancho. Achso, Entschuldigung. Trent Alexander-Arnold natürlich. Klasse Flanke, wie man es eben von ihm gewohnt ist. Wird diesmal aber leider abgewehrt. Und das dürfte Abseits gewesen sein. Von Guerreiro wird auch zurückgepfiffen. Ja, aber was anderes konnte Junior Firpo an der Stelle auch nicht machen. Der hätte halt auch flanken können, aber da wären halt auch Abseitspositionen gewesen. Kalimuendo. Marquinhos. Oh, schöner weiter Ball. Den kriegt Mbappé an der Strafraumkante und jetzt Kalimuendo, Theo Hernandez und Mbappé. Nochmal Theo. Der tanzt dadurch, verliert dann aber den Ball. Und jetzt startet Jadon Sancho durch. Und dann auf Nummer sicher gespielt von De Vrij. Oder De Vrij. Mit diesem Ball zurück auf Navas. Icardi. Theo Hernandez. Schickt Mbappé. Aber der französische Starspieler hier steht im Abseits. Gut rausgerückt im letzten Moment nochmal. Obwohl, was heißt rausgerückt? Einen Schritt zurück gemacht von Mats Hummels an der Stelle. So, Haaland. Semedo. Icardi. Verratti und oh oh. Guter Ball auf jeden Fall hier für Theo Hernandez. Bringt die Flanke. Salisu vor Mbappé. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und der nächste Angriff. Reus. Marquinhos. Neves und wieder Verratti. Stark von Strakosha. Ja, schöner Seitenwechsel, aber Semedo einen deutlichen Kopf größer hier als sein Landsmann Rafa Guerreiro und von daher Ballgewinn für Paris. Verratti. Ja, gegen Hummels wird es schwer, so einen Ball zu behaupten. Und jetzt Haaland.
Oh Gott. Rafael Guerrero versucht mit diesem Schuss. Ein bisschen trickreicher tatsächlich, ne? Weit ausgeholt, um dann in die kurze Ecke zu zielen. Navas aber noch dran und es gibt den Eckball. Ausgeführt von Marco Reus. Da steigt Haaland hoch und macht nicht das 2:0. Wäre wichtig gewesen, Erling. Wäre wichtig gewesen. Kurz ausgeführter Abstoß. Und Icardi. Wieder Verratti. Oh, diesmal kann er den Ballbesitz behaupten und Salisu hier gegen Icardi. Klasse gemacht mit einer... Ich wollte gerade sagen 2:0, aber nein, mit einer 1:0 Führung. Geht's in die Pause. Da muss definitiv noch mehr kommen in der zweiten Halbzeit, aber bis hierhin ein ganz solides Spiel, würde ich schon fast sagen. Reus hat einen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben und der hat auch noch direkt gesessen. Und auf den anderen Plätzen haben wir so glorreiche Spiele wie Piemonte Calcio gegen Liverpool mit 0:2 gerade. Basel Amsterdam 1:2. Leverkusen Barcelona 0:1. Galatasaray gegen Inter Mailand 1:2. Rapid Wien gegen Braga 0:2. Das ist ja das Parallelspiel aus unserer Gruppe. Sevilla Man United 0:1 und Kopenhagen liegt hinten zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und wir beginnen die zweite Halbzeit. Haaland mit dem Anschluss und Kalimuendo ist rausgegangen. Wer ist denn dafür jetzt drin? Neymar, ich sehe es hier unten schon an der Nummer 10. Die nehmen also ihren Champions League Top-Torschützen runter. Weil bei dem scheinbar nicht viel zusammengelaufen ist. Aber es ist scheinbar, weil bei ihm einfach nicht viel oder nicht genug zusammengelaufen ist, sagen wir so. Und jetzt Junior Firpo. Bis vor die Grundlinie. Dann kommt die Flanke nochmal und Theo Hernandez vor Marco Reus. Wehrt ab zum Eckball. Und wir schauen nochmal auf diese Chance von Rafa Guerrero aus der ersten Halbzeit. Ja, klasse gemacht von Navas. Der sich jetzt diesem Eckball entgegensieht. Und wir bekommen sogar nochmal eine Chance. Okay, es geht nochmal weiter. Neymar kommt nicht mehr rechtzeitig an den Ball. Es gibt Einwurf. Und es gibt den Freistoß. So kriegt man natürlich auch Zeit von der Uhr auf jeden Fall. Und es gibt einen Wechsel. Okay. Wijnaldum kommt für Verratti. So, reingechippt von Alexander Arnold. Aber direkt auf den Gegner. Oh Gott. Wijnaldum direkt umgeschaltet hier für Mbappé. Aber der hat Probleme bei der Ballannahme. Und jetzt Di Maria. Löffelt den über Strakosha 1:1. Richtig schönes Ding. 54. Spielminute. Der Ausgleich. Durch den Argentinier. Ja, Mbappé hatte hier noch Probleme, legt dann aber einfach ab, weil er genau weiß, dass Di Maria in seinem Rücken lauert. Und er hat eben die Ruhe und die Technik, um dann so ein Ding hier rauszuhauen. Angel Di Maria, drittes Tor. Okay, die Freude vom Stadionsprecher war es tatsächlich wert, hier ein Gegentor zu kassieren. Aber der Gegenangriff rollt. Über Rafa Guerrero. Oh, schönes Ding und Wijnaldum vor Reus. Das war ja eine super reingebrachte Flanke. Heilige. Ja, und hier sehen wir nochmal Maria. Di Maria natürlich. Jetzt war ich gerade noch bei Heilige. Ne? Heilige Maria. Aber gut. Eckball, Reus auf Haaland. Und es gibt nochmal einen Eckball.
Wieder Reus. Wieder Haaland. Und Salisu. Ja. Das war mit Schuss. Also das war mit der Schusstaste. Alles klar. Theo Hernandez. Neymar. Nochmal Hernandez. Wieder Neymar. Mbappé. Kylian Mbappé. Hernandez und wieder Mats Hummels. Einwurf hier. Wijnaldum. Neves. Semedo. Und dann ist es hier Rafael Guerreiro. Sehr, sehr gut. Icardi. Ja, und da hat er den Pass wohl mit dem Torschuss verwechselt. Der Ball deutlich zu weit. Strakosha jetzt mit dem Abstoß. Ja, ganz gut gemacht, aber dann kommt Rafa Guerreiro nicht mehr richtig an den Ball ran. Hernandez. Neymar. Aber der zeigt heute nicht so viel von seiner Klasse bis hierhin, wie ich finde. Icardi. Mbappé und der Pfosten. Und Neymar. Ja. So, Heung-min jetzt im Spiel für Rafa Guerreiro. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, was da los war. Und ich weiß auch nicht, was das hier schon wieder soll. Mit diesem Fehlpass direkt beim Abstoß. Aber alles gut. Hummels hat die Situation bereinigt. Und jetzt darf Heung-min mal durchstarten gegen Nelson Semedo. Flanke kommt, Divry. Und Reus. Ganz überraschend mal so aus der Drehung abgeschlossen, aber auch ohne viel Erfolg. Wijnaldum. Abseits von Mbappé. Der startet halt einfach zu früh, ne? Wir bringen jetzt Tar für Hummels. Jonathan Tah. Oh, ich mag das voll. So, da ist jetzt Neymar im Weg gewesen. Verteidigen kann er scheinbar heute gut. So, da ist Neymar wieder. Doppelpass mit Mbappé und dann kommt Jonathan Tah und reißt ihn da einfach mal von den Beinen. Aber nachdem er den Ball halt gespielt hat, von daher kein Foul. Und jetzt geht's weiter. Tah gegen Hernandez. Theo Hernandez. Da war jetzt Alexander Arnold im Weg. Und Emre Can. Für Haaland. Durchgesteckt für Son. Und das ist Sancho mit dem Kopf. 2:1. Sehr, sehr cool. Kombiniert mal wieder und dann, ja, Jadon Sancho per Kopf. Warum denn auch nicht? Wobei man aber auch sagen muss, da müsste Keylor Navas eigentlich rauskommen. Dem Ball entgegengehen und den eigentlich sicher haben, bevor Sancho da überhaupt mit dem Kopf drankommen kann. Erstes Champions-League-Tor für ihn. Und so verdammt wichtig, wenn man hier wirklich Tabellenerster
sein und bleiben möchte. Mbappé. Ich meine, auch im Fall eines Unentschiedens wären wir halt oben. Aber mit einem Sieg fühlt sich das halt nochmal ein bisschen besser an. Weil eben auch dann, ja, 3 Punkte Vorsprung. Und das ist Reus nochmal. Schuss geht leider ordentlich daneben. Obwohl, ordentlich auch nicht, aber doch schon ein bisschen zu hoch. Und wir haben nochmal gewechselt. Brandt jetzt im Spiel für Jude Bellingham. Das heißt, Renier kommt wieder nicht zum Einsatz. Mal schauen, vielleicht startet er ja im nächsten Bundesligaspiel. Und schön gemacht hier von Emre Can gegen Neymar. Haaland. Da war Marquinhos im Weg. Und die Nachspielzeit läuft 4 Minuten. Ernsthaft? Wieso denn so viel? Ja gut, bringt uns halt noch die Möglichkeit, Tore zu erzielen, ne? Reus und Navas, der war wichtig. Der war richtig wichtig gerade. Wieder Haaland und wieder Navas. Aber ich mag, wie platziert die Kopfbälle von Haaland einfach kommen. Und nochmal und diesmal sitzt er. Diesmal sitzt er. 3:1. Und apropos, da sitzt er. Da sitzt er. Haaland mit dem Tor. Setzt sich da direkt gegen 2 Gegenspieler durch. Und macht das 3:1. Damit jetzt alles sicher. Champions League Tor Nummer 4. Und das Spiel ist gleich schon vorbei, ne? Weil war ja schon die 3. Minute der Nachspielzeit. Wir haben jetzt schon die 4. durch. Aber wir lassen Neymar nochmal eine Chance. Mit Mbappé zusammen. Strakosha hält den nochmal fest und dann kommt auch der Abpfiff. 3:1. Und so wie sich die Fans hier gerade anhören, müssten wir ganz schnell aus dem Stadion raus. Die sind alles andere als happy. Ja gut, hier nochmal das erste Tor. Da war Navas sogar noch dran, das sehe ich jetzt erst. Navas war sogar noch dran, sonst wäre der Ball halt überhaupt nicht an die Latte gegangen. Aber gut, soll mir auch recht sein. Wir beenden diese Gruppe als Sieger. Mit 15 Punkten und dahinter dann Paris mit 12. Sind also definitiv in der nächsten Runde, wie ich ja schon vor dem Spiel gesagt habe. Und es geht als nächstes gegen den VfL Wolfsburg. Wird wieder eine sehr wichtige Partie für uns werden. Oder auch eine sehr schwierige Partie. Denn Wolfsburg steht auf der 5, hat also viel mit dem europäischen Geschäft da zu tun und könnte uns definitiv gefährlich werden, wenn es darum geht, die Tabellenführung zu verteidigen. Gerade noch gesehen, Spieler des Monats November ist Erling Haaland. Wir kriegen 27,8 Millionen Euro fürs Erreichen des Achtelfinals. Und wir schauen mal ganz kurz, gegen wen die Bayern parallel ran müssen bei uns. Hier am nächsten Spieltag, die müssen ran gegen Hoffenheim, die auf der 8 stehen. Ja, okay. Also auch da ist wieder eine Möglichkeit drin für Bayern, nur unentschieden zu spielen. Hoffen wir das Beste. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Und ciao.